Im heutigen Mythos Mittwoch analysieren wir Kinesio-Tape und am Ende des Videos werde ich euch eine ganz klare Empfehlung gegen oder für die Nutzung dieses Tapes geben. Moin moin, ich bin der Kintoff und heiße dich hiermit herzlich willkommen bei der ersten Adresse für wissenschaftlich basierte Trainings-, Mobility- und Gesundheitsmethoden und heute geht es wie gesagt um Kinesio-Tape. Wir haben wieder Mittwoch, also wisst ihr was es ist? Mythos Mittwoch. Ja, was ist das überhaupt, dieses Kinesio-Tape? Ist das irgendein besonderer Stoff oder was macht die Wirkung von diesem Tape aus? Ich denke, wir haben alle schon mal kinesiologisches oder Physio-Tape gesehen bei irgendwelchen Sportlern, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Und tatsächlich ist dieses Tape einzig und allein eine Mischung aus Baumwollfaser und Elastanfaser. Eine Mischung, die man auch relativ häufig im Textilgebiet sieht. Das heißt, viele T-Shirts oder Leggings sind auch aus dieser Mischung gemacht. Einer Baumwollmischung mit einer Elastanfaser. Diese Mischung bringt mit sich, dass der Stoff sehr dehnbar ist und den Bewegungsradius nicht einschränkt, weswegen ich das zum Beispiel auch immer gerne in meinen T-Shirts habe. Wenn man sich die Rückseite des Tapes anschaut, sieht man sinusförmige Linien und könnte meinen, diese haben etwas mit der Wirkung des Tapes zu tun. Dem ist leider nicht so, denn das sind einzig und allein Aussparungen für den Acrylatkleber, der durch die Wärme des Körpers und die Reibung aktiviert wird. Und das Tape wird meist so zwischen 1 und 10 Tagen von Sportlern getragen. Wobei soll das Tape jetzt aber genau helfen und wie wird es beworben? Es wird eine Verbesserung der Propriozeption bzw. der Wahrnehmung der Position und der Bewegung des Körpers versprochen, eine Verbesserung der Muskelaktivierung, eine Verringerung des Muskelkaters, eine Verringerung der Muskelermüdung, eine Verringerung des Schmerzes, eine Neuausrichtung der Gelenke, eine Beschleunigung der Heilung durch den Abbau von Schwellung und einen verbesserten Blut- und Lymphfluss und eine Veränderung der Rekrutierungsmuster der behandelten Muskeln. Von den hier beschriebenen angepriesenen Wirkungen konnte leider bis dato noch keine zweifelsfrei nachgewiesen werden, worauf wir gleich noch einmal genauer eingehen werden, wenn wir uns mit der Analyse der Evidenz beschäftigen. Vorher besprechen wir einmal die angebliche Wirkungsweise des Kinesio-Tapes. Laut einer systematischen Übersichtsarbeit von Pareda et al. Aus dem Jahre 2014 soll das Kinesio-Tape wie folgt wirken. Die Anbringung des Kinesio-Tapes soll erfolgen, während der Muskel sich in gedehnter Position befindet. Die Traktion bzw. das Zusammenziehen des Tapes führt dann zur Faltenbildung in Tape und Haut. Diese ist natürlich abhängig von der Stärke der Spannung des Tapes, die vor der Anbringung durch den Therapeut individuell bestimmt wird. Durch das Anheben der Epidermis bzw. der oberen Hautschicht soll dann der Druck auf den Mechanorezeptoren unter der Haut sinken, was wiederum dazu führen soll, dass die Reize auf die Nozizeptoren reduziert werden. Dies soll begleitet werden von einer verbesserten Durchblutung und einem verstärkten Lymphfluss. Und in Summe soll das dann zur Schmerzreduktion und zur Funktionsverbesserung führen. Allerdings sind keine dieser Wirkungsweisen belegbar und tatsächlich wurden sie im Journal of Physiotherapy aus dem Jahre 2014 in einer randomisierten Untersuchung widerlegt. Kommen wir nun zur Analyse der vorhandenen systematischen Übersichtsarbeiten und zunächst einmal zur Klärung der Frage, wieso wir uns jetzt hier auf die systematischen Reviews beschränken, denn das hat mehrere Gründe. Erstens haben sie die höchste Beweiskraft aller wissenschaftlichen Arbeiten. Zweitens geben sie eine Übersicht aller Forschungsarbeiten, in dem die komplette verfügbare Wissenschaft gesammelt, zusammengefasst und kritisch bewertet wird. Bei 7 von 7 Übersichtsarbeiten mit insgesamt 71 untersuchten Studien zu muskuloskeletalen Erkrankungen fand man keine klinische Signifikanz, was bedeutet, dass der Effekt unter 1-5% lag. 3 Übersichtsarbeiten davon fanden aber eine Wirkung auf Schmerz. Chiron et al. Fand eine geringe kurzfristige Wirkung, Montalvo et al. Fand eine mögliche begrenzte Wirkung und Lim et al. Fand eine potenzielle kurzfristige Wirkung. Allerdings sind die Ergebnisse hier anzuzweifeln, denn die Placebo-Gruppe wurde in eine Minimal-Interventionsgruppe gepackt. Eine Übersichtsarbeit mit 10 untersuchten Studien zu Sportverletzungen fand keine oder eine geringe klinische Signifikanz, was wieder bedeutet, dass der Effekt unter oder nahe 1-5% lag. Eine Übersichtsarbeit mit 8 untersuchten Studien zu neurologischen, lymphatischen und muskuloskeletalen Erkrankungen fand keine klinische Signifikanz. 2 Übersichtsarbeiten mit 16 untersuchten Studien zu Rückenschmerzen fanden keine klinische Signifikanz und keine Hinweise auf einen Nutzen. Eine Übersichtsarbeit mit 11 untersuchten Studien zu Kniearthrose fand wiederum keine klinische Signifikanz. Das bedeutet, die Effektstärke liegt unter 1-5%. Eine Übersichtsarbeit mit 4 untersuchten Studien zum Schulterimpingement fand eine potenzielle Relevanz in Kombination mit Physiotherapie.
Allerdings hatten die hier ausgewählten Studien eine geringe Qualität, da zu wenige mit Placebo bzw. einem Scheintape kontrolliert wurden. Bei einer Übersichtsarbeit mit 10 untersuchten Studien zur Sprunggelenksfunktion bei kranken und gesunden Menschen hatten sowohl die ausgewählten Studien als auch die Übersichtsarbeit eine an sich sehr geringe Qualität. Diese ergaben einen Vorteil beim Star Balance Test. Bei einer Übersichtsarbeit mit 7 untersuchten Studien zu krebsbedingten Lymphödem fand man Folgendes. Bei Studien mit einer Kontrolle durch ein Placebo gab es keine Unterschiede in der Reduktion der Ödeme zwischen dem Placebo und dem Kinesiotape und bei allen Studien fand man keinen Vorteil gegenüber anderen Therapien. Eine Übersichtsarbeit mit 5 untersuchten Studien zur Zerebralparese bei Kindern, was Bewegungsstörungen durch eine Hirnschädigung sind, fand einen Vorteil im sitzenden und stehenden Zustand, allerdings wurde hier keine Placebo-Kontrollgruppe verwendet. Wir können also sagen, dass alle Übersichtsarbeiten negative oder nur minimal positive Ergebnisse erbrachten, was wiederum die Frage aufwirft, wieso benutzt man es trotzdem? Die Befürworter dieses Tapes meinen, dass die Nutzung des Tapes trotz dieser katastrophalen Ergebnisse gerechtfertigt ist. Und hier muss man einen ganz klaren Punkt gegen diese Ideologie machen und auch den Relativismus entkräften, der ja meinen könnte, alles hat irgendwo irgendwann seinen Sinn. Denn durch die Rechtfertigung oder gar den Einsatz eines Placebos als Therapie würde man allen Behandlungsformen, die ineffektiv und wirkungslos sind, die Erlaubnis erteilen, zu existieren oder gar angewandt werden zu dürfen. Das wiederum würde zur Folge haben, dass beispielsweise Pharmakonzerne, so wie Edzard Ernst es auf seiner Webseite schreibt, einfach bunte Placebo-Pillen produzieren könnten und diese teuer verkaufen könnten, solange der Patient dadurch eine Erleichterung oder Hilfe verspürt. Smarties wären doch eine tolle Krebsbehandlung. Nicht. Über die wissenschaftlich bewiesene Ineffektivität hinaus gibt es aber noch weitere Nachteile, die dieses Tape mit sich bringt. Erstens, es ist teuer. Also es kostet zwischen 10 und 30 Euro pro Tape-Einheit vom Therapeuten, aber für nichts finde ich 10 bis 30 Euro teuer. Zweitens, und das ist einer der wichtigsten Punkte, denn es kann dem Patienten das Vertrauen in den eigenen Körper rauben und zum Beispiel dazu führen, dass er eine Kinesiophobie entwickelt. Er denkt also, sein Körper wäre nicht widerstandsfähig oder robust genug, diese Krankheit allein zu meistern. Was dazu führt, dass er sich nur noch mit seinem besten Freund, dem Tape, traut zu bewegen. Und infolgedessen wird seine Bewegung bzw. die Anzahl an seiner Bewegung oder an seinen bewegten Stunden, also wie viel er sich bewegt, reduziert. Oder sein Geldbeutel wird reduziert, also er wird arm, weil er nur noch mit Tape sich bewegt. Oder wie ich zu sagen pflege, auch wenn Ballerinas in Wahrheit nicht schwach sind, dein Körper ist keine fragile Ballerina oder wie wir sonst in Hamburg sagen, du bist nicht aus Zucker, Junge. Wenn der Patient anfängt zu denken, dass er ein Problem hat, das er alleine nicht lösen kann, dann kann neben der Abhängigkeit vom Tape auch eine Abhängigkeit vom Therapeuten entstehen und auch das ist problematisch. Außerdem kann der Fokus der Therapie auch nachteilig vom effektiven Behandlungsteil zum Tapen hin verschoben werden, was die Behandlung schlechter macht. Das sieht man zum Beispiel auch häufig im Fitnesscenter, wenn Leute eine Stunde auf der Faszienrolle verbringen, bevor sie 30 Minuten trainieren. What are you doing? Wie auch im letzten Video schon erklärt, besteht eine effektive Behandlung aus der Optimierung des spezifischen Therapieeffekts, also des Effekts, den die Therapie wirklich hat, und den Kontextfaktoren. Darunter ist zum Beispiel auch der Placebo-Effekt. Da Kinesiotape nur durch einen Placebo-Effekt wirkt, der zudem auch noch zufällig und unzuverlässig auftritt, ist diese Therapie nicht wirksam und nicht zu empfehlen. Den heutigen Mythos haben wir also auf jeden Fall gekillt und ich kann euch wegen der Ergebnisse dieser Analyse nur davon abraten, kinesiologisches Tape zu verwenden. Den letzten Teil dieser Serie zu dummen Fitness- und Physiotherapie-Tools findet ihr hier. Da haben wir die Höhentrainingsmaske untersucht und die Ergebnisse sind genauso beeindruckend. Schaut es euch an. Wie gesagt, meine Empfehlung für euch. Klickt drauf, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ciao.